A most terrible waste. So you're the one who will put an end to all this. I should have known that even bruised, chained, and defeated, the gods would still try to rein back the fate of mankind. And yet, I never thought they'd go as far as forming an alliance with our enemies. I'm so sorry to disappoint you, but when Judgment Day comes, I will be the one sitting on the throne. Einige Wochen später. And now, a day and a half from home. I hope I'm not too late. Ja, in Edge of Eternity vergeht die Zeit, während du Fortschritte machst. Die Uhr auf dem Kompass zeigt dir die aktuelle Zeit an. Die Uhrzeit hat Auswirkungen auf NPCs, die Monster, die du triffst und die verfügbaren Aufträge. Einige nur nachts, andere wiederum nur tagsüber verfügbar. Die Zeit wirkt sich, keine Ahnung, wie aus. Wir haben jetzt einen Kompass da oben. Ah, und jetzt haben wir auch eine Map. Sehr schön. Man kann nur leider nicht rein oder rauszoomen, so wie es aussieht. Aber zumindest schon mal eine kleine Übersichtskarte. Das ist doch schön. Genauso wie die Umgebung. Die muss ich mir mal ein bisschen genauer ansehen. Okay. Ist das jetzt irgendeine Sicherheitskoppel oder soll das jetzt ein anderer Planet sein? Man weiß es nicht. Es ist ja offensichtlich auch nicht die Erde, denke ich mal, so wie es aussieht. Hi, kann man mit dir reden? Ja, das ist ja toll. Also das ist noch nicht ins Deutsche übersetzt. Klasse. Da komme ich jetzt wohl etwas ungelegen. Gut, es ist noch Early Access, muss man dazu sagen. Okay, also ich bin hier auf jeden Fall willkommen, meint er, und dass alles in Ordnung ist. Aber ich habe immer noch diese Sprechblase da drüber. Ich weiß nicht, sagt er zweimal das Gleiche? Ja, er sagt wieder das Gleiche. Also man kann zwar nochmal mit ihm reden, aber er sagt das... Oh, wer bist du denn? Hallo! Du bist aber niedlich. Ich glaube, der schnurrt oder sowas. Oder der sieht zumindest aus, als ob es nichts Schlimmes in der Welt geben würde. So was Ähnliches stand da. Ich weiß jetzt auch gar nicht... Achso, verlasse das Dorf. Das heißt, ich muss wahrscheinlich gar nicht mit dem sprechen. Ich werde das jetzt auch nicht alles übersetzen. Wenn da jetzt irgendwas Wichtiges bei wäre, dann würde ja bestimmt schon irgendeine Aktion kommen. Ja, wie gesagt, das Ganze ist noch Early Access. Ich habe mich aber zwischenzeitlich mal ein bisschen schlau gemacht. Der hat mal eine richtig geile Haarfarbe. Zwischenzeitlich mal ein bisschen schlau gemacht. Also ich habe direkt nach den ersten 2 Stunden, die ich ja jetzt gespielt habe, schon einen Fragebogen bekommen. Und da sind dann auch am Ende noch ein paar Hinweise gewesen, beziehungsweise über Steam waren auch die Hinweise. Eigentlich sollte 2020 das Ganze aus dem Early Access rauskommen. Aber ich denke mal, wegen der unterirdischen Corona-Politik, die wir ja leider in Deutschland haben oder in der EU haben mittlerweile, hat sich ja sehr, sehr viel verschoben, was die Entwicklung angeht, durch diese ganzen Lockdowns und den ganzen Quatsch. Und ich schätze mal, dass sich das dann auch dadurch verschoben hat. Und man muss auch dazu sagen, das Team, was dieses Spiel hier erstellt hat, besteht aus nur 9 Leuten. 9 Leute, das muss man sich mal reinziehen. Also andere, die haben hunderte von Mitarbeitern und kriegen kein halb so gutes Spiel hin. Und das besteht wirklich aus 9 Leuten. Also das finde ich schon absolut genial. Ach so, da oben, mein Guthaben 290. Ich war gerade am Gucken.
Edelstein. Ich habe plus 1 Magieabwehr, plus 1 Magie. Das ist alles, was man hier kaufen kann, oder? Ja. Herstellen kann man anscheinend auch was. Ich habe, glaube ich, auch mal irgendwo was von Craften gehört, gelesen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe verschiedene Tränke. Oh, belebt einen toten Verbündeten wieder. Okay, haben wir auch. Werden wir bestimmt auch mal brauchen. Verleiht einem Verbündeten MP und Lebenskosten. Also Lebenskosten. Lebenspunkte. Sprich, es heilt den Verbündeten. Ja, wenn ich jetzt wüsste, keine Ahnung, aber ich ballere jetzt nicht mein ganzes Geld dabei raus, ne? Ich würde jetzt erstmal sagen, ich lasse das mal sein. Links ist irgendwas zum Interagieren. Irgendwas mit dem Board. Etwas mit einem Jäger auf jeden Fall. Ah, so kann man dann anscheinend Geld verdienen. So ähnlich wie bei Final Fantasy 15, dass man an Jagdbretter, ich weiß jetzt nicht, wie viel es davon gibt, geht und dann Aufträge annimmt. Und man, wenn ich das richtig sehe, man erhält Gold, XP und sogar Gegenstände dann noch zusätzlich. Ach Moment, das ist auch auf Deutsch, sehe ich jetzt gerade. Ich war jetzt so verwirrt von diesem Deal, oder habe ich immer noch gedacht, wir wären hier auf Englisch. Also, die Stadt Herelsor hat eine Belohnung für alle ausgeschrieben, die willens sind, ihr Leben auf der Jagd nach dem äußerst gefährlichen Dilo zu riskieren, die die Umgebung heimsuchen. In winzigen Buchstaben wurde dem Aushang eine Erklärung hinzugefügt, dass keinerlei Verantwortung dafür übernommen wird, was Freiwilligen zustößt. Ja, das war ja wieder klar, die diesen Auftrag annehmen. Ich würde sagen, wir nehmen den einfach mal an. Was kann schon passieren, außer dass wir da eventuell drauf treffen unterwegs? Jetzt weiß ich nicht. Ist das jetzt die Schwierigkeitsgrad 5 Sterne, also extremst schwierig, oder ist Schwierigkeitsgrad 0, weil keiner von den Sternen wirklich ausgefüllt ist? Dann 5 Krokda-Junges. Die Stadt hat eine Belohnung für alle ausgeschrieben. Blablub, Schwätz. Ja, also da kriegen wir Kratzweinbeeren, Gold und XP. Wir nehmen das mal an und mal schauen, ob wir davon was machen können oder... Oh. Hey, du da. Oh, wer ist das denn? Das Röckchen hängt aber ziemlich hoch bei dir. Ja. Du kommst nicht von hier. Was ist deine Lieblingsspeise? Deine Leibspeise. Wie bitte, was? Deine Leibspeise. Worum geht es hier? Es interessiert doch niemanden, was ich esse. Austernpastete? Soll das ein Witz sein? Um Himmels Willen, nein. Mag ich überhaupt nicht. Dann bist du also der... Derbchen. Hey, woher wisst ihr das? Du hättest früher hier sein können, oder? Ich warte schon seit Wochen. Ja, so sieht ihr auch aus. Etwas alt. Aber wieso? Ein Priester, ein Priesterin, genau. Das fängt ja an wie bei SSO hier. Des Sanktoriums hat mich gebeten, dir diesen versiegelten Beutel zu geben. Und diesen Brief. Eine Priesterin. Hat sie euch auch gesagt, dass ihr mich reinlegen sollt? Was? Ich gehe heim. Sei das nächste Mal pünktlich, klar? Es ist unhöflich, andere so lange warten zu lassen. Er ist von Selene. Hey, Darien. Ich habe mir schon gedacht, dass du den Heimweg über Inel einschlägst. Ob das nur eine Ahnung oder eine Vorhersage war? Ich wusste es einfach. Natürlich wusstest du es. Du durchschaust alles, nicht wahr? Ich habe dort ein paar Dinge für dich hinterlassen. Du bist ja immer so toll organisiert. Da hast du doch bestimmt weder Geld noch Nahrung oder Kristalle übrig. Habe ich recht? Ja, das stimmt. Aber ich hatte einfach verdammtes Pech. Ich musste fast alles verpfänden, um hierher zu kommen. Deswegen habe ich dir Vorräte hinterlassen. Eine Frau namens Alina bewahrt sie für dich auf. Und weil du bestimmt auch am Hungertuch nagst, da habe ich noch ein Glas eingelegtes Sespanias dazu gepackt. Netter Schachzug. Und weil ich nicht wollte, dass dir auf dem Heimweg langweilig wird, habe ich jede mit einer Überraschungszutat garniert. Meinst du, du kannst sie alle erraten? Ich glaube nicht. So kann man leckeres Sespanias auch ruinieren, Schwesterchen. Pass besonders auf die Kristalle auf. Ich weiß nicht, ob du sie benutzen kannst, aber es kann ja nicht schaden, ein oder zwei zu haben. Wir warten auf dich.
Okay. Ach so, Moment. Jetzt sehe ich übrigens gerade ein neuer Auftrag. Das wird mir hier nicht angezeigt. Da wird nur angezeigt, dass ich das Dorf verlassen muss, ne? So, guck mal, aber trotzdem noch mal kurz. Du bist auch noch mal eine alte Dame, die über irgendeinen Kristall redet. Okay, Äther. Ne, doch. Das sind die Sachen, die ich kaufen kann. Oh, die sind gar nicht so teuer. Die kosten nur 20 und 10. Das ist schon mal gut. Also ich denke mal, dass wir dafür wahrscheinlich unser Geld dann sparen werden müssen. Sparen werden müssen, volles Deutsch. Nagel und Holz. Sehr gut, die Sachen brauche ich dann wahrscheinlich irgendwann, um irgendwas herzustellen. Aber ich weiß ja immer noch nicht genau was. Okay, also Moment, das sind Ausrufezeichen. Ich vermute, das sind die Nebenquests, von denen ich mal gelesen habe. In schweren Zeiten ist es normal, dass wir im Glauben Trost suchen. Denn der Glauben nährt unsere Mitmenschen so sehr, wie auch die Götter erhält. Es gibt drei Grabsteine in der Nähe des Dorfes. Jeder von ihnen verdient ein Gebet. Geh und mach dir selbst ein Bild davon. Starten Sie diese Verfolgung. Was auch immer das heißen mag. Ja, möchte ich. Und ich vermute mal, das ist dann dieses Zeichen. Aha, Überschrift, die drei Säulen. Und als Erklärung, read the headstone ground. Okay. Ja, ne, wie gesagt, Early Access. Was ist das denn? Öffne die Truhe. Glänzender Splitter. Okay, Angriff, Abwehr und so weiter. Und was ist das hier? Öffne das Statusmenü, indem du auf I drückst. Ah, alle Tasten, die vorher nicht gingen, die kann ich jetzt benutzen. Ja, das ist ja cool. So, wähle im linken Feld einen Kristall aus. Und dann wähle den großen Kristallplatz in der Mitte aus und drücke. Ich habe noch gar keinen Kristall ausgewählt. Aha, glänzende Splitter. You are now a clip. Okay, also dieses Herumswitchen von Deutsch-Englisch, das ist wirklich, ja, nicht mehr lustig im Moment. Aber gut, wie gesagt, das ist Early Access. Ich hoffe, dass ich an alles denken werde und dass ich das alles dann auch entsprechend in Steam mit, ja, reinschreiben werde, weil es ist sehr, sehr schade, wenn man schon ein Spiel in Deutsch angibt, dass man das lesen kann, dass man das spielen kann. Wenn es nur mit Untertitel ist, ist es absolut in Ordnung. Das stand ja auch da drin, aber dann sollen die Untertitel auch bitte wirklich auf Deutsch sein, weil das hatten wir schon mal und das war wirklich extremst nervig. Wähle die Ausrüstung im linken Feld aus. Die Ausrüstung. Okay, drück auf eine Ausrüstung. Nee, Charakter, Blitzschlag. Schließe das Statusmenü, indem ich auf E drücke. Das möchte ich aber gar nicht. ich will mal wissen, was das mit der Ausrüstung hier soll. Im Ausrüstungsmenü kannst du deine Charaktere mit Rüstung ausstatten. Außerdem kannst du Waffen ausrüsten. Die ausgerüsteten Waffen enthalten deine Kristalle und deine Aktionsleisten-Set. Du kannst für jede Waffe einen eigenen Set Kristalle und keine Ahnung was ausrüsten. Leerer Platz, Waffenzauber. Da habe ich aber nur den Blitzstab, also bringt mir das jetzt alles nichts. Kopf, leerer Platz. Okay, ich habe jetzt keine Ausrüstung, die ich jetzt irgendwie anziehen könnte oder so, deswegen. Kampfgegenstände, Tränke, okay, Taktik. Im Menü für Kampfgegenstände kannst du auswählen, eigentlich bin ich auf Taktik gegangen, welche Gegenstände du mit in den Kampf nehmen willst. Du kannst auch Waffen durch Waffen ersetzen und den Rest dürfen wir nicht mehr lesen. So, Inventar, neue Waffen, Gerechtigkeit. Leistung, Angriff, Tempo. Okay. Charaktere haben wir logischerweise nur einen. Ah, hier kann ich dann zwischen den Aufträgen. Achso, da oben steht Verfolgung starten. Wechseln, okay. Beschwörungen sind noch nicht freigeschaltet. Das wird wahrscheinlich noch eine Quest sein. Kleiderschrank? Bist du mein Kleiderschrank? Okay. Also. Nehmen wir mal Default. Ich habe zwar keine Ahnung. Ikaru.
Okay, kann man nicht umbenennen? Aber ich habe doch gar keinen. Also das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich habe ja gar kein Reittier. Aber vielleicht kann man es noch freischalten. Mich würde nur auch mal interessieren, was das jetzt hier eigentlich ist. Wenn ich jetzt woanders hingehe... Ja, meine ich doch. Habe ich doch auch ganz normal. Ah, teleportieren. Und Spiel speichern. Das hat leider nicht geklappt beim letzten Mal. Weil wahrscheinlich dieser Speicherstand genutzt worden ist beim Laden und nicht der, den ich zuletzt gespeichert hatte. Ich werde jetzt erstmal einen neuen Speicherstand machen, beziehungsweise den erneuern. Da hinten ist noch eine Truhe, sehe ich gerade. Ah, sehr schön. Gut, also es lohnt sich doch mal ein bisschen... Ah, was ist jetzt wieder? Deine Gruppe hat eine Energieleiste. Jede Aktion, jeder Zauber und jeder Spezialangriff im Kampf sowie der Sprinten verringert die Energie. Durch einen Besuch im Gasthaus oder am Lagerfeuer wird deine Energie wiederhergestellt. Ich kann auch gar nicht sprinten. Deine Gruppe kann auch einen Nahrungsbonus erhalten. Diesen Bonus erhältst du durch einen Besuch im Gasthaus. Je niedriger deine Energie ist, desto niedriger ist der Nahrungsbonus. Wenn deine Energie unter 25 fällt, verringern sich deine Werte. Ja, Shift halte ich automatisch immer gedrückt, aber das funktioniert ja anscheinend nicht. Sprinten verbraucht Energie auf der Ausdauerleiste. Die Leiste füllt sich wieder auf, wenn du nicht sprintest. Ach so, also doch. Es hat mich jetzt etwas irritiert, dass ich dann zum Gasthaus muss, weil, ne? Nachdem die Ausdauerleiste leer ist, wird Teamenergie verbraucht. Ah, okay. Ach, das ist die Ausdauerleiste, dieser Kreis. Okay. No time to lose. Let's go home. There should be a Nekaru farm next to the village. Maybe I could rent one. Ja. Ach so, da sind die Punkte eingezeichnet. Aber woher weiß ich jetzt... Gerade war noch ein Ziel da. Hä? Auf jeden Fall muss ich in die Richtung, keine Ahnung. Irgendwie... Ah, jetzt ist die Karte mal ein bisschen besser. Hi, wer bist du denn? Ich soll ja draußen vorsichtig sein. Ja, warum auch nicht? Ich hoffe jetzt nicht, dass mich hier so Pokémon-mäßig irgendwas anspringt, sobald ich ins Gras gehe oder sowas. Was ist das? Eisenerz. Ah, okay. Also das mit dem Craften war wohl gar nicht so schlecht gedacht. Moment, Dunron. Das sind wie Kängurus. Oh. Aber die sind orange. Also ich denke mal, ich hoffe mal, dass die mich nicht angreifen, wenn ich da jetzt nicht von selber angreife. Was ist das jetzt für eine? Hier betet die ja auch. Hi. Die redet nicht mit mir. Okay. Die Morgenröte gehört Ilvana. Jeden Morgen erhebt sie sich, um die Welt wieder zu verweben. Jedes Mal, wenn sie das tut, fügt sie dem Stoff, aus dem das Universum ist, einen goldenen Faden hinzu. So werden die Gesetze, denen wir unterlegen, geboren. Ja. Da muss ich da durch. Das ist ein Schrein, okay. Aber auf jeden Fall in die Richtung... Also ich glaube, das sind dann nur noch diese zwei Punkte, die ich da hinten sehe. Wo ist das? Drischdorn. Verbrauchsgegenstand. Also alles, was leuchtet, scheine ich jetzt einsammeln zu können mittlerweile. Das habe ich euch übrigens noch gar nicht gesagt. Oh, was ist das denn da hinten? Weil es gab ein kleines Update und komischerweise kann ich jetzt die Gegenstände anklicken, die ich vorher nicht anklicken konnte. Also wahrscheinlich war es irgendwie ein bisschen verbuggt oder so. Ich weiß es nicht. Weil da stand, ich weiß gar nicht, ob da was stand oder ob da nichts stand. Aber ich konnte es halt eben nicht aufheben. Was ist das hier? Könnte ich auch nichts machen. Okay, mal gucken, was mit den Jungen ist. This kind of feels like déjà vu. Töte zuerst den markierten Feind. Okay. Oh, ich glaube, der tötet mich aber vorher hier. So geht das nicht, mein Freund. So, ich... Ah, jetzt können wir auch die Kamera endlich mal bewegen. Das ist gut. Weil das hat mich ja in der ersten Folge schon so genervt, dass man die weder mit der Maus noch sonst was bewegen konnte. Oh, okay. Ah, gut, die sind zu zweit. Machen natürlich trotzdem
gut Schaden. Hallo? Take this! Verrecke. So. Ist das jetzt alles das Kampffeld hier mit den weißen Punkten? Das ist ja krass. Take this! Scan-Mode mit Alt. Moment, das können wir mal ausprobieren. Ah, dann kann man sich selber quasi von den Werten her scannen. Okay. Gut, ja. Auch sogar meine normalen Angriffe machen schon richtig gut Schaden. Okay. Achso, das Kampfergebnis. Ich dachte gerade schon. So, sehr schön. Ach, Gerechtigkeit ist mein Schwert, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ah, okay. Gut, wie viele brauchen wir denn überhaupt davon? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aufträge? 2 von 5 habe ich getötet. Okay. Ich denke mal, dass mir da wohl noch mehr beim Weg laufen werden. Vermute ich mal ganz stark. Oh, ich konnte jetzt leider nicht lesen, was es war. Irgendwie ist die Maus doch sehr schnell eingestellt, finde ich. Und du hast jetzt auch wieder einen neuen Auftrag für mich, schätze ich mal. Oh, die sind so süß. Kann man hier eigentlich drüber springen? Nee, kann man nicht. Das heißt, ich komme... Nee, das heißt, ich komme da auch nicht drüber. Das ist so doof. Komme ich denn jetzt hier nirgendwo mehr durch, oder was? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Das ist euer Ehr... Ah, was sind das denn für Viecher? Wie geil. Kann man hier irgendwo... Moment, da kann ich immer was anzeigen lassen, aber ich kann leider nirgendwo die Dings aus... Oh, ich habe einen Screenshot gemacht. Ich kann hier aber leider nirgendwo die... was war jetzt? Irgendwas habe ich jetzt... Jetzt habe ich überhaupt gar nicht drauf gedrückt, Leute. Hallo? nein! Was habe ich jetzt gemacht? Hallo? Ups. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwo aus Versehen drauf gedrückt. Und habe jetzt irgendwie die Kamera damit festgestellt oder sowas. Oh, scheiße. Moment. Ja, genau, mit F6. Also keine Ahnung, warum dann die Kamera. Aber... Ach, rechts ist ein Angriff mit der rechten Maustaste. Oh, gut, dass ich die Viecher jetzt hier nicht kaputt gemacht habe. Ich wollte eigentlich... meine also hier die UI ausschalten, um nochmal einen Screenshot von zu machen, aber das hat jetzt leider nicht geklappt. Warte mal, kann ich denn? Na, du sitzt doch da. Ach, du kannst mich mal. Dann halt nicht, Mann. Oh, was ist das denn hier schon wieder? Ich weiß nicht, irgendwie kann ich nicht mehr lesen. Wahrscheinlich, weil ich zu schnell drücke, weil ich das von Theo so gewohnt bin, immer schnell drauf zu drücken. Kratzweinbären, okay. Wir sammeln einfach mal alles ein, was wir hier so finden. Na, da kann man auch nicht. Also, keine Ahnung, wo man das jetzt machen kann. Anscheinend kann man damit zumindest nichts... Eisenerz. Ah, okay. Zumindest nichts kaputt machen auf dem Weg. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich meine, gut, die Bäume und so muss ich nicht unbedingt kaputt machen. Holz... Aber dieses Dunrohr, sollte ich die eigentlich auch töten? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, die Lu hießen die. Okay, das kam mir direkt ein bisschen nichtssagend vor. Knurrt ihr mich an, wenn ich zu euch komme? Hi! Let's end this, quickly! Genau, lasst uns so schnell beenden. So... So, den nochmal. Take this! Also gegen die Kleinen macht es ja schon richtig gut Schaden, muss man ja sagen, ne? Okay.
Töte alle Feinde? Keine Ahnung. Habe ich dadurch jetzt einen Trank bekommen, wenn ich das jetzt richtig sehe? So, Darion ist leider noch nicht vom Level her gestiegen. Aber ganz knapp davor. Ich befürchte, dass wenn es jetzt Nacht ist, oder wird, es ist ja noch nicht so hundertprozentig Nacht, dass dann wohl andere Gegner hier kommen. Was ist mit dir los? Wo finden wir es? Verflucht, wo finden wir es? Sie hat gesagt, ich würde es hier finden. Das ist das Problem heutzutage. Wenn man irgendwo Beute vergräbt, braucht es schon eine Neka-Ruhe, um sie wiederzufinden. Diese Tiere können jede Witterung aufnehmen. Aha. Mehr hast du mir nicht zu sagen. So, nach dem Motto, dass ich dir eine holen soll, eine besorgen soll oder dass du mir eine gibst oder sowas, damit wir dann irgendwas Spezielles, also in dem Fall, so wie es aussieht, wohl Gold finden können. Aber nein, das wollen sie alle nicht, dann halt nicht. Oko, Level 4. Nur das mit den großen Kristallen, das wundert mich. Hier ist auch wieder so ein Kristall. Ich vermute, dass man da irgendwas mitmachen kann, den irgendwie kaputt machen kann oder was weiß ich. Da möchte ich es jetzt nicht nochmal ausprobieren, weil das ist doch eine ziemlich große Herde. Krokta-Jungs, ja, da müssen wir gleich nochmal hin. So wie es aussieht. Hier leuchtet was. Holz, okay. Das dürfte wieder Eisenerz sein, genau. Okay, da müssen wir auf jeden Fall durch. Ja gut, wir brauchen 5 Krokta-Jungen, ne? Greifen wir die auch nochmal eben an, ja? Hallo. Ich habe euch gerade angegriffen. Nor will you. Füge 3 Statusveränderungen zu. Ach so, das sind dann immer so Aufgaben, das sehe ich ja jetzt erst. Das sind dann immer so Aufgaben, die man dann bekommt. Wie soll ich denn Statusveränderungen hinzufügen? Ich glaube, das war... Nee, es war keine, okay. Ich würde sagen, ich verabschiede mich mal hier von dieser Fläche und gehe mal woanders hin. Ja, das ist halt der Nachteil, ne? Angreifen können sie mich trotzdem noch. Okay, wir versuchen es mal so ein bisschen näher, weil ich finde das von der Grafik her viel schöner. Aber die halten ja doch schon einiges mehr aus, die beiden. Obwohl ich ja angeblich viel stärker geworden bin. So, den machen wir erstmal platt. Damit mich dann nur noch einer angreifen kann. Boah, ich bin aber auch schon halb runter. Das ist gar nicht gut. Oh, das könnte jetzt böse ausgehen. Oder auch nicht. Okay. So, jetzt habe ich aber endlich mal mein Level up. Level 6 und Gerechtigkeit ist auch immer noch nicht gestiegen. Wenn ich das richtig gesehen habe. So, die 3 Säulen. Ja, die Säulen, das ist... Kann ich eigentlich nicht springen, kann ich auch nicht. Tja. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Vielleicht hat das irgendwas mit der Quest hier zu tun oder was? Ich weiß es nicht. Ich meine, die sind ja hier überall verstreut. Stimmt etwas nicht? Die dämlichen Fischer lassen mich nicht in die Stadt. Sie haben Angst, dass ich an der Zersetzung leide, weil ich im Uhrwerkfeld unterwegs war. Hey, wenn du Edin siehst, sag ihm, dass ich den Krokta, von dem er mir erzählt hat, gefunden und getötet habe. Sag ihm auch... Nein, vergiss es. Es ist mir egal. Ich verschwinde von hier. Wenn der Trottel dir eine Belohnung gibt, dann behalte sie einfach. Ja, das würde ich doch gerne machen. Aber ich muss noch eben zu dem letzten Schrein.
Und da nochmal kurz beten, bevor ich wieder zur Stadt gehe. Also eigentlich will ich ja gar nicht in dieses Dorf reingehen. Es ist ja ein Dorf, es ist ja keine Stadt. Offiziell. Aber jetzt steht das nach rechts. Achso, ich muss hier in die Ecke laufen. Okay. Gut. Was ich gut finde, zumindest ist es im Moment noch so, dass man diesen Viechern ausweichen kann. Ja, eigentlich nur, was ich gut finde. Was ich nicht gut finde, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Abgesehen mal von der fehlenden Übersetzung teilweise. Das ist natürlich schon mal ein wenig nervig. Das muss ich zugeben. Oh, gerade noch davon gesprochen. Obwohl, muss ich jetzt da oben überhaupt hin? Doch, da oben muss ich hin. Aber da kommt man auch so durch, oder? Also ich bin ganz ehrlich, es erinnert mich doch sehr, sehr stark an Final Fantasy. Wobei ich persönlich, wie gesagt, nur Final Fantasy Online gespielt habe. Das wisst ihr ja aus dem Let's Play, was lange noch nicht fertig ist. Also das, da werden noch einige 100 Folgen kommen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, schaffe ich es aktuell nicht ganz so zeitlich, neue Folgen aufzunehmen. Und ich habe so einige Projekte, wo ich ganz ehrlich sagen muss, denen gebe ich jetzt im Moment so ein bisschen den Vorrang. Und deswegen, ja, müssen wir dann halt noch ein bisschen auf neue Folgen von Final Fantasy warten. Aber wie gesagt, es werden auf jeden Fall noch neue kommen. War ich hier nicht gerade schon? Sind die so schnell? Spawnen die wieder neu, die Sachen? Oder stand das... Ach nee, das waren die, wo ich vorbeigelaufen bin. Okay. Da hinten ist auch schon wieder was. Also ich will das jetzt nicht alles einfach nur so einsammeln, muss ich dazu sagen. Ich möchte euch natürlich auch ein bisschen was hier zeigen von den Quests und alles. Oh, da ist noch eine Truhe. Die nehmen wir natürlich schnell mit. Ich weiß nicht genau, wie nah ich an die ran kann. Deswegen lasse ich das eine erstmal da stehen. Was ich wohl sehr, sehr nervig finde, muss ich sagen, dass man nur an speziellen Stellen speichern kann. Also das ist extremst nervig. Die Dämmerung gehört zu Krator, dessen endlose Trauer den Wahnsinn der Dunkelheit nährt. Jede Nacht reist er das Universum entzwei in der Hoffnung, seine verlorenen Kinder zu finden. Nur durch die Zerstörung des Alten kann das Neue entstehen, denn im Chaos der verlorenen Dinge steckt die Möglichkeit einer anderen Zukunft. Ja, sieht übrigens sehr schön aus hier. Also so von der ganzen Optik her muss ich sagen, es ist wirklich wunderschön. Auch die Grafik gefällt mir sehr gut. Also gut, beim Bewegen wirkt das Ganze ein bisschen unscharf. Das stimmt. Ich versuche das mal eben mit aufgeladenen. Nö, das bringt aber auch nichts. Okay, ich konnte da jetzt auch nichts machen, wenn ich davor stehe oder so. Ne? Nee. Ja, das sind so diese Kleinigkeiten, die ich noch überhaupt nicht verstehe. Aber gut, das werden wir hoffentlich im Laufe des Let's Plays dann auch rausfinden. Weil, ja, ich gebe es zu, ich glaube, in der letzten Folge war es, da habe ich mich noch so ein bisschen anders gesprochen, dass mich das Spiel nicht so ganz abgeholt hat. Aber mittlerweile, bin ich ganz ehrlich, hat mich das Ganze schon so ein bisschen angefixt. Und ich bin echt gespannt, ganz besonders auf die Story, die hier erzählt wird. Wie das alles weitergeht. Dann habe ich mitbekommen, soll man wohl noch jemanden kennenlernen, der mit einem herumziehen wird. Beziehungsweise eine sie ist es, glaube ich. In welche Richtung laufe ich jetzt eigentlich gerade? So in der Richtung. Achso, da hinten ist der Punkt. In der Richtung ist, liegt mein Ziel. Das würde ich nehmen noch eben. Also wir können ja auch wirklich nicht alles einsammeln, aber... Und ich muss langsam schauen, dass ich die Folge natürlich auch mal beende. Aber ich würde gerne zumindest den Auftrag einmal abgeben können. Achso, da sollte ich lesen. Bevor ich halt die Folge beende. Der Mittag gehört Anselm, der in der Mitte der Welt sitzt und die Taten von Krator und Ilvana erzählt. Aus seinen vielen Kehlen erklingt die Liste der Toten und Neugeborenen. Ein Lied vollkommener Harmonie. Nur wer würdig ist, hört die Stimmen der Verstorbenen. Denn Tugend ist ein Wert, der durch Leid erkämpft wird. Okay. Gold, 150.
Ach so, habe ich das jetzt automatisch abgeschlossen? Ja, ja, das haben wir ja gemacht. Habe ich das jetzt automatisch abgeschlossen? Das wäre natürlich cool, wenn man nicht mehr zurücklaufen müsste. Gut, kehre zur Jagdtafel zurück. Dafür muss ich sowieso noch zurücklaufen. 5 Dilo und mit dem Typen sprechen, das ist klar. Geh nach Hause, das ist die Hauptquest dann. Ach so, dann ist dieses Zeichen wohl die Hauptquest. Ja, steht ja auch dahinter. Oh, Hauptauftrag. Rede mit Herana, erreiche den Berg. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich verfolge mal die Quest hier. Und dass ich einen Weg finde, wo ich mich besser sehen kann. Dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn ich wieder zurück zum Dorf gelaufen bin und dort ja, den Rest erledigen kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao!